Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin wie immer live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag. Das heißt, wir haben ein neues Videotagebuch. Ja, und wo stehe ich hier? Nein, nicht vor dem verhüllten Reichstag, sondern vor unserem verhüllten Fachwerkhaus. Wir haben diese Woche nämlich angefangen, an der Giebelwand mal so richtig was abzureißen und haben dabei wieder, eine Katastrophe nach der nächsten festgestellt. Und Freunde, ich würde mal sagen, das guckt euch mal ein bisschen selber an. Deswegen labere ich nicht mehr lange und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja, und angefangen haben wir erstmal bei unserem schönen Dielenfenster. Da hatte ich ja beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon angekündigt, das muss ja auch raus, damit wir da vernünftig das Fachwerk sanieren können. Und da haben wir jetzt so eine Glassauger besorgt. Damit konnten wir die Scheiben da erstmal ausbauen. Die sind ja nur, die waren nur so mit so Leisten da befestigt und letzten Endes ein bisschen mit Kit da eingeklebt. Das war also kein Problem, auch vom Gewicht her. Ne, das ist ja so altes Zweifachglas, auch wenn die quadratmetermäßig natürlich schon relativ groß sind. Aber das konntest du zu zweit eigentlich recht gut handeln da. Ne, das war jetzt nicht so das Problem. Das da oben ist ein halbrundes Glas. Also dieser Rahmen, der ist nur vor das Glas gebaut. Ne, das sieht so ein bisschen aus wie dreigeteilt, aber ist es nicht. Das ist im Prinzip ein Glas. So, das konnte man da auch so rausnehmen. Ist alles heile geblieben, nichts kaputt. Also ist alles gut soweit. So, der Rahmen war natürlich jetzt ein bisschen schwerer. Der ist ja aus. Ja, auch aus Massivholz, wenn man so möchte. Und da haben wir jetzt so einen Spanngurt da oben über einen so einen Träger gelegt, dass man das so ein bisschen ziehen kann. Ne? So das Ganze, da kommen wir, haben wir es schon mal lose. Letzten Endes war das ja auch nur mit zwei Aluwinkeln oder was befestigt. Also hätte ich die Stützen da nicht drunter gestellt, ne, dann wäre das da sowieso schon längst rausgebrochen. Weil das halt auch nur mit zwei Nägeln da irgendwie befestigt war. So, mit dem Spanngurt haben wir uns jetzt überlegt, binden wir an Bagger. Und mit dem Bagger ziehen wir jetzt praktisch das Fenster da erstmal so ein bisschen raus, ne? Seht ihr ja, das hat, das ist ja immer alles, wisst ihr selber, ist ja immer alles ein bisschen jugendforscht, aber so konnte man jetzt die Stützen da wegnehmen und konnte, wie man sieht, kann man es dann schön hinlegen, ne? So, dann brauchte man da nur noch so ein bisschen die letzten Meter und das konntest du jetzt mit Mannkraft dann auch hinbekommen, ne? Nur das Gefährliche ist halt dieser Winkel ab 45 Grad, wenn es dann schwierig, also schwer wird, ne? So, das konnten wir jetzt so ein bisschen abfedern, das Ganze, und so haben wir es da wirklich heile, ohne dass irgendwas umkippt und sonst irgendwas dann rausgekriegt mit zwei Mann. Das fanden wir eigentlich schon ganz gut. Wie gesagt, ist ja immer alles ein bisschen jugendforscht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man mit dem Rahmen jetzt noch irgendwas machen kann. Der ist ja unten auch, das seht ihr ja hier so ein bisschen. Unten ist er ja auch kaputt. Muss man mal gucken, wir stellen erstmal an eine Seite und den können wir halt mal mit dem Tischler oder so sprechen, was man da weiter mitmachen kann. Da haben ja einige von euch auch ein paar coole Tipps gegeben. Vielen Dank dafür per E-Mail oder auch hier in den Kommentaren. Bei YouTube hier gibt es ja auch einige Tischler und so weiter, die hier Inhalte posten. Und da müssen wir mal gucken, vielleicht können wir ja tatsächlich irgendwie sowas wie eine Kooperation da mal anstreben. Ich muss mal schauen. Es ist immer so, man hat immer recht wenig Zeit, man hat echt viel zu tun und da muss man mal schauen. Aber nichtsdestotrotz, das steht immer auf meinem Plan, weil das immer eine gute Sache ist, so Kooperation zwischen den Kanälen. Ist immer cool. So, jetzt ist das Abstütz auf dem Programm. Jetzt schaut mal genau an im Zeitraffer, was mit dieser Wand passiert, wenn wir da die Stockwinde anziehen. Man muss mal gucken, ob man das jetzt so erkennen kann. Ansonsten müsst ihr so ein bisschen vor und zurückspulen. Das ist schon der blanke Wahnsinn, wenn ihr da jetzt mal guckt, wie diese Wand hochgedrückt wird. Also das sind so rund 8 cm, die das Ganze abgesackt ist. Und das ist halt ja dadurch vorgerufen, dass da auf der einen Seite die Schwelle kaputt war, auf der anderen Seite aber noch ein anderer Schaden war, nämlich oben am Rähm, den wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen haben. Und so machen wir jetzt mal weiter. Der Plan ist ja, dass wir das Ganze jetzt auf Zielhöhe bringen, also sagen wir mal so auf Originalhöhe wieder, also diese 8 cm wieder nach oben drücken, dann das Ganze vernünftig stützen. Der Plan ist dann, das seht ihr gleich, dass wir praktisch noch Kanthölzer an den Ständern verankern und das nochmal extra dann abstützen vernünftig, dass das Fachwerk wirklich dann für die Sanierung praktisch dann gerade steht. Also jetzt bitte keine Herzattacke kriegen da, dass die Stockwinde da auf Steinen steht, das ist nur temporär. So, jetzt pass mal auf, wenn wir die jetzt hochdrehen, was da mit dem Ständer passiert, wie der nach oben geht. Ja, das ist also wirklich, so kann man dann so Fachwerk wieder nach oben drücken. Wobei wir da eben auch schon gemerkt haben, oder auch da jetzt generell, wenn die Gefache voll sind mit Steinen,
ist das schon eine ganz schöne, ja, schon ganz schön schwierig, ja. Und deswegen werden wir die auch gleich noch leer machen. Jetzt bauen wir hier erstmal noch eine Stütze drunter. Ihr seht da beiden oben diese Kanthölzer, die wir da, die sind also verbolzt mit den Ständern. Da drunter steht der Doker und der Doker wiederum lastet dann, beziehungsweise dann diese beiden Holzständer, die halten das Ganze dann, ne? Die sollen da im Prinzip ein bisschen Stabilität reinbringen, dass wir Platz bekommen an der Stelle, um eben mit der Schwelle arbeiten zu können, beziehungsweise da auch, weil wir ja den Ständer dann ein ganzes Stück abschneiden müssen und wieder anblatten und so weiter. Und dass wir da Platz haben und eben Sicherheit, dass das Ganze vernünftig abgestützt ist, machen wir da eben so eine Konstruktion. Die Regel ist eigentlich immer ganz einfach. Man stützt immer lieber einmal ein bisschen zu viel, aber es einmal zu wenig. Und naja, das Gleiche wollen wir auf der anderen Seite auch machen. Also jetzt hier von hier aus gesehen auf der linken Seite jetzt praktisch, dass wir da auch dann unter zwei Ständer oder drei Ständer dann so eine Bolzen machen und eben da auch einen Doker und das Ganze auch nochmal abstützen, damit wir da halt auf der sicheren Seite sind und auch da genug Platz zum Arbeiten haben. So, dann haben wir jetzt auch gesagt, erstmal die Gefache leer machen, weil letzten Endes jetzt beim, wenn du das mit der Stockwinde, die hat zwar Kraft ohne Ende, aber wenn du das hochdrückst, merkst du halt schon, meine Güte, das ächzt und knackt wirklich im Gebälk. Und deswegen machen wir jetzt erst die ganzen Gefache da leer, damit die Steine da rauskommen. Das sind halt schon einige Kilo, die da zusammenkommen. An der Stelle, man sagt so, was habe ich immer so pro Quadratmeter, kannst du glaube ich sagen, irgendwie 180 Kilo oder so wiegt ein Quadratmeter von so einem Ziegeln. Da kommt also ganz schön was zusammen an Gewicht. Und da wir ja nun das Delentor eh offen haben, kam es da jetzt auch nicht mehr drauf an, dass das Ganze offen steht. Ich finde, jetzt sieht das auch ganz gut aus mit dem gesandstrahlten Holz. Hat was, ja. Ist auf jeden Fall schön luftig jetzt in der Bude. Und ja, wir kloppen jetzt das ganze Kram da, den ganzen Ziegelkram da raus. Auch sehr gut für Schwiegervater seinen Kotten. Fallen da jetzt noch ein paar Steine ab, weil von den Gefachen waren jetzt auch so, ich würde mal sagen, 4 Stück oder so insgesamt waren, glaube ich, noch original gemauert mit Kalkmörtel. Und ja, der Rest war mit Zement gemauert, also die restlichen sind schon mal irgendwie neu gekommen. Da waren auch dann neuere Ziegel drinnen, teilweise Poroton, teilweise irgendwelche anderen Ziegel, also praktisch so, wie wir es ja eigentlich auch gewohnt sind von der Hütte, ne? Dann ging es übrigens auch weiter. Diese Woche war ich ja auf der Auktion oder beziehungsweise war ich auch bei Euro Auctions. Ich hatte ja gesagt, ich wollte bezüglich Teleskoplader nochmal schauen. Und ja, ziemlich cool. Da bin ich in Dormagen gewesen und habe mir das Ganze mal angeschaut vor Ort. Die ganzen Maschinen, die da so haben. Und Leute, das muss ich sagen. Also ich jetzt so als Landei und so, ne, ist das schon ziemlich cool, was da los ist, ne? Also ein Riesenladen. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Maschinen. Total geil. Da habe ich natürlich auch reichlich Aufnahmen gemacht. Ich werde da, glaube ich, auch ein Video von machen. Ich kann euch das mal hier so ein bisschen zeigen. Ich durfte nämlich auch mit der Drohne darüber fliegen und schaut euch das mal an. Das ist jetzt nur die Abteilung mit den Baggern. Da seht ihr jetzt hinten, da kommen jetzt langsam die Teleskoplader ins Bild und ein bisschen so ja, Radlader und Walzen und was weiß ich nicht alles. Und ja, schon ziemlich geil, ne? Und die durftest du alle, wenn sie funktionieren, konntest du die Dinger natürlich auch ausprobieren und so weiter. Das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Sprich, ich habe mal hier richtig schön mir die ganzen Teleskoplader angeschaut. Hier so ein Merlo ausprobiert. Ziemlich cool, hier zum Beispiel das mit der Niveauregelung und so, ne? Das ist schon ziemlich witzig. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ist schon ganz praktisch. Und ja, ich sag ja, die Kisten, die laufen, also überall stecken die Schlüssel drin. Die Leute sind da auch ziemlich cool gewesen. Also du konntest auch überall einfach beigehen, konntest einfach Schlüssel umdrehen. Ich bin da in so ein, keine Ahnung, 100.000 Euro Bagger, so ein 922er Liebherr, keine Ahnung, 40 Tonnen oder was das für ein Teil ist. Scheißegal, da zucken die gar nicht mit der Schulter, wenn du da einfach rangehst, ne? Setz dich oben rein und so. Wahrscheinlich hätte ich den starten können, durch die Gegend fahren, hätte gar keinen interessiert. Aber was auch ziemlich geil ist, Leute, habt ihr schon mal so eine Auktion erlebt? Ich muss euch das mal einblenden und wir machen mal eine Challenge, ob irgendwer erkennt, was hier gerade Phase ist in dem Moment. Also ich blende mal ein, wie das Beatfenster ausgesehen hat. 8,000, 9,000, 10,000, 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
Also ich habe wirklich hier bei der Auktion da gestanden und habe echt gedacht so, was? Also wenn die Informationen nicht parallel dazu auf dem Bildschirm zu sehen gewesen wären, ich hätte zu keinem Zeitpunkt sagen können, bei welchem Gebot wir jetzt eigentlich gerade stehen. Weil ich das absolut nicht verstehe, was der sagt. Vielleicht weiß einer von euch ja Bescheid und kann mir mal einfach mal verraten, warum zur Hölle sprechen die Typen so schnell, dass es keine Sau versteht. Ist das irgendwie eine Challenge von denen untereinander? Dissen die sich damit gegenseitig oder so? Also ich höre ja immer oder ich lese ja immer unter meinen Videos, ich würde zu schnell sprechen. Ja Leute, dann geht mal zu einer Baumaschinenauktion, ey. Ja, mit dem Ersteigern an sich hat es leider nicht geklappt. Also die Teleskoplader, die sind so endlos teuer geworden. Also ich habe mir ja auch ein Limit gesetzt, beziehungsweise ja, hast ja auch ein Vernunftslimit da drin. Ja. Und selbst die Kisten, wo ich, also ich sag mal so, jetzt für eine Kiste, wo ich gesagt hätte, hätte ich nicht mal 10.000 für geboten, die ist nachher für 16.000 weggegangen. Und der grüne Merlo zum Beispiel, wo ich drauf gesessen habe, eben der ist für 18.500 weggegangen. Da kommen aber dann noch für einen Privatbieter zumindest noch Steuern drauf und ja, die Vermittlungsgebühr und so weiter, dass der da am Ende hätte, der mich dann bei, also wenn ich 18.500 geboten hätte, hätte der mich 22.000 Euro gekostet. Das ist dann durchaus ein bisschen viel, weil in so einem Top-Zustand war der jetzt auch nicht. Also sprich, für mich geht die Suche weiter. Ich werde weiterhin gucken nach einem Teleskoplader, ne, und ja, mal gucken. Also was ich allerdings feststellen konnte, was sehr schön war bei der Auktion, das war eben, dass man verschiedene Maschinen einfach mal ausprobieren konnte und auch mal sehen konnte, wie groß sind die eigentlich, wie sind die Unterschiede etc. Ja. Das ist ziemlich praktisch gewesen, hat mir sehr gefallen. Vor allen Dingen, was ich meine, die waren da ziemlich cool drauf alle. Und ich habe auch sehr viel, ich habe die Kamera mitgehabt, ich habe sehr viel aufgenommen. Da werde ich auch noch ein Special-Video mal zu machen. Irgendwie so Titel von wegen Baumaschinen-Auktionen, wie funktioniert das, wie läuft das ab, was sind das für Bedingungen, ne? Also sprich, was müsst ihr da in Einlage machen und so weiter. Also da gibt es ja auch eine Menge, was man da so vermitteln kann, und das werde ich mal noch in ein extra Video packen, weil ich fand das schon ziemlich interessant, da mal vor Ort zu sein. So war schon ganz cool. Also da muss ich mal gucken, die nächsten Wochen irgendwann werde ich da mal das ganze Material zusammenschneiden von der Auktion. Ja, so, jetzt sind wir aber erstmal wieder zurück am Häuschen und basteln da weiter. Ihr seht, wir bauen das Gerüst auf. Wie ich eben schon meinte, der Zimmermann, der hatte festgestellt, da beim Hochdrücken von den Ständern, von den beiden Türspinnen, dass das sich irgendwie ein bisschen seltsam verhält. Und da haben wir gesagt, komm, wir müssen mal die Giebelverkleidung da wegmachen, diese schwarzen Bretter. Und einfach mal gucken, was ist da eigentlich mit dem Rähmen los und was ist da, weil die Holznägel, das sieht alles, also von hinten kann man es nicht richtig erkennen, also vom Innenraum aus gesehen, und ja, da müssen wir von außen bei. Gut, wir haben ja zum Glück das Alugerüst, haben wir denn da mal eben aufgestellt, zu zweit geht das ja noch leichter, und ja, haben dann eben mal geguckt, wie es da oben so aussieht, beziehungsweise naja, jetzt erstmal das Ganze freilegen und dann gucken, wie es aussieht. Und, naja, was soll ich sagen? Ich musste dann erstmal eine kleine Pause machen. Ich bin ja auch schon ein alter Mann. Und an der Stelle danke ich euch wie immer fürs Einschalten, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Weiterempfehlen und so weiter. Und was ihr da seht, ja, das ist übrigens ein Teil, was wir gleich da oben aus der, aus der Giebelwand rausnehmen. Das ist der Balkenkopf, der einfach nur mit Bauschaum eingeklebt war. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, und während ich drinnen noch am Kaffee trinken bin und mir Gedanken darüber mache, was ich mir da nur für eine vermurkste, verfuschte Dreckshütte habe andrehen lassen, ja. Da kann der Kollege draußen schon mal anfangen, und wie ihr seht da schön, er baut da hier diese Giebelfassadenabdeckung da ab, plus den ganzen Styropor-Scheiß, der da noch hinter ist und so weiter, und legt das Ganze erstmal frei, um dann ja, letzten Endes dann zu sehen, was da oben am Rehm ist oder was da generell überhaupt los ist. Und ja, was willst du machen? Ne? So, das ist ein bisschen schade, diese Giebelabdeckung, weil ich fand die eigentlich ziemlich schön mit diesen handgefertigten Endstücken da und so weiter und so fort, so ein bisschen dieses Wellige und so. Leute, ich habe es auch schon unter einigen Videos mal gelesen. Ja, ich weiß, wir machen eine ganze Menge kaputt an dem Haus. Manche sagen dann, ja, ich mache den Charme des Hauses kaputt. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, welchen Charme genau die meinen. Ne? Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob es jetzt die Mineralwolle ist, die diesem Haus den Charme verleiht, oder das mit Aluwinkeln und Bauschaum zusammengeklebte Fachwerk. Ich weiß es nicht. Ich sehe mich jetzt jedenfalls nicht als Täter, sondern tendenziell eher als Retter, weil ich glaube, so ziemlich viele andere hätten entweder schon längst einen Sticken an die Bude geworfen, hätten da mit einer Planierraupe einmal klar Schiff gemacht oder sonst irgendwas, aber da muss man schon ziemlich dickköpfig und starkköpfig und so weiter für sein, also so ein Idiot wie ich sozusagen, der sich wirklich auf die Fahne schreibt, so eine Hütte wieder zu sanieren. Und ja, das letzten Endes auch durchziehen will. Ne? Und ich denke mal, meine Absichten sind ja schon, dieses Haus zu retten. Ne? So, und bei so einer Rettung, wenn halt alles verfuscht ist,
kann ich ja auch nicht ändern. Das war ja nicht ich, der das verfuscht hat und das war auch nicht ich, der dafür gesorgt hat, dass es so scheiße ist, wie es jetzt ist. Aber es macht eben auch keinen Sinn, da jetzt wieder einen neuen Bauschaum reinzukleben. Ja, das bringt es halt nicht. So, du musst das eben sanieren. So, und das ist nun mal so, dabei muss nun mal ein bisschen was kaputt gemacht werden, beziehungsweise temporär kaputt gemacht werden. Das wird ja hinterher wieder aufgebaut. Aber es ist mir schon klar, dass wir hier schon eine ganze Menge auseinandernehmen. Und da das ja auch immer Stück für Stück kommt, ist das immer wieder, ja, man ist immer so auf dem Weg, ja, yay, heute stützen wir das Fachwerk ab und dann können wir nächste Woche, können wir da eine neue Schwelle einhängen und yeah, und vielleicht in 3 Wochen oder was, ist die Wand schon wieder fertig oder so. Ja, und dann bist du hier im Gange und anstatt, dass du jetzt hier unten das scheiß Fachwerk abstützt und dass es dann weitergeht, machst du praktisch die nächste Baustelle auf. Und das ist auch nicht wirklich nett, wenn man immer und immer wieder aufs Neue so böse überrascht oder ja, enttäuscht wird. Ja, immer wenn du denkst, ja, jetzt hast du alles im Griff, jetzt kennst du die Schäden und jetzt hast du ungefähr einen Fahrplan, wie du das Ganze in den Griff kriegst. Und ja, jedes Mal kommt dann wieder irgendwas anderes, was dir zwischen die Beine grätscht. Und der ganze Zauber geht von vorne los, ja. Und es ist wieder die nächste große Scheiße-Aktion und es ist wieder was kaputt und naja. So, da haben wir an dem Tag auch gesagt, ja komm, weißt du, da können wir jetzt einen Haken hintermachen. Das Problem kriegen wir heute nicht gelöst. Da müssen wir auch erstmal gucken, wie wir da jetzt überhaupt weiter mitverfahren. Und haben dann, ich habe dann einen Plan besorgt. Das ist immer das Gute, wenn ein Schwiegervater ist mit Landwirt und so. Ja, der hat ja immer alles da. Hier schöne, schwere Plane, tipptopp. Um das Ganze ein bisschen abzuhängen. Das heißt, dass das erstmal vom Wetter ein bisschen geschützt ist, dass das da nicht so knallhart reinregnet. Und natürlich auch so ein bisschen gegen Blicke, dass man jetzt nicht von außen immer sofort sieht, dass das alles sperrangelweit offen steht da. Ne? Muss ja auch nicht sein. So, aber hauptsächlich natürlich, dass mit ein bisschen wettergeschützt ist. So, mit diesem riesigen Plan, die sind irgendwie, keine Ahnung, 5x6 Meter oder sowas. Die sind auf jeden Fall super. Da kann man jetzt, ihr seht ja, komplett mit Gerüst, alles da drunter weg. Da kann da nichts passieren. Die Tütteln war da oben am Fachwerk fest, beziehungsweise da oben war ja noch eine Latte. Da haben wir noch eine Latte hingenagelt, dass wir da vernünftig Zeit und Raum haben. Und ja, dann decken wir das Ganze ab für heute und müssen dann mal gucken, jetzt in der nächsten Woche, beziehungsweise grundsätzlich erstmal nicht nur für nächste Woche, sondern grundsätzlich, wie wir jetzt weitermachen, weil eben so ein Rehm da ausbauen ist eben nicht ganz so einfach. Und auf jeden Fall brauchen wir jetzt an der Schwelle erstmal nicht so wirklich weitermachen. Wir müssen halt jetzt gucken, wie das insgesamt so aussieht. Aber wir können jetzt nochmal einmal nach oben gehen. Ich zeige euch das nochmal vom Gerüst, wie es aussieht. Ja, Leute, und das hier oben ist jetzt die richtige Katastrophe. Nicht nur der Woche, sondern tendenziell eher des Jahres im Moment. Das wirft uns richtig zurück. Und zwar stehe ich hier oben, ihr seht es ja hier schon an der Malerei, ich stehe jetzt hier über dem Torbogen. Und ja, wir haben das Ganze hier abgehangen, weil wir jetzt erstmal überlegen müssen, wie wir weitermachen. Weil als wir das gesehen haben, beziehungsweise wir haben ja angefangen, wir wollten jetzt ja die Wand einfach nur hochdrücken. Die war ja abgesackt, so 6 bis 8 cm. Und wollten die jetzt hochdrücken, damit wir an der Schwelle anfangen können. Und dann beim Hochdrücken hat der Zimmermeister gesagt, so, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist nicht ganz richtig. Und dann hat er gesagt, ich muss jetzt hier oben erstmal freischneiden. So, das habt ihr ja eben gesehen. Dann haben wir hier abgesägt. Und ja, dann haben wir festgestellt, beziehungsweise dann hier wirklich einen Blick auf das Rehm. Und das ist jetzt wirklich unerwartet. Das ganze Rehm ist im Eimer. Da ist schon seit Ewigkeiten läuft das Wasser rein. Das ist hier in der Mitte gespalten. Das ist hier der, was hier so nur noch so halbwegs auf 7:30 steht. Das hier ist der, ich weiß jetzt nicht, wie man das fachlich nennt, aber das ist praktisch der Hauptbalken, der nach oben geht zum First, ja, wo also das Dach praktisch drauf steht. Man sieht schon hier, der steht ja auch nur noch so auf ein so einer Ecke drauf, ist also Katastrophe. Das Rehm an sich, wie gesagt, ist gespalten und ist da hinten auch nicht mehr richtig verzapft. Und was richtig Katastrophe ist, das ist eigentlich hier der Ständer. Und zwar ist das ausgerechnet, sind das jetzt ja die beiden Torbögen, ne? Also hier, das sind ja die beiden bemalten da rechts und links. Und das ist jetzt richtig ätzend, Freunde, weil, ja, da haben die Kollegen vor 40 Jahren richtig gute Arbeit geleistet. Die haben nämlich hier saß ein Balkenkopf vor und den Balkenkopf haben die hier mit Bauschaum reingeklebt. Der Ständer ist gebrochen, also der ist hier oben nicht mehr wirklich, wirklich drin. Da ist ja, ihr seht ja auch, da ist ja im Prinzip nichts mehr übrig. Kein Zapfen, kein Holznagel, kannst du komplett einen Haken hintermachen, das Teil ist komplett hohl. Ja, da ist also nichts mehr mit los. Den kannst du jetzt hier oben locker bis da oben den ersten Meter abschneiden und unten wird er ja auch noch abgeschnitten. Das heißt, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir den überhaupt noch irgendwie erhalten können.
und wieder so restaurieren können, dass der wieder so aussieht wie original. Das wird richtig ätzend, Leute. Und ja, das Problem ist eben auch das Rehm. Ja, wer weiß so ein bisschen, wie es läuft beim Fachwerk, der weiß, dass ein Rehm eben jetzt nicht so einfach zu tauschen ist. Ne? Vor allen Dingen, ja, was mich ein bisschen traurig stimmt, ist die Sache, dass das eben Sachen waren. Also, ne, so, wenn man jetzt mal hier guckt, wie das aussieht, das war schon vor 40 Jahren so. Und das haben die tatsächlich einfach nur mit Bauschaum zugeklebt. Haben da, also wir haben den jetzt hier überall schon abgeknibbelt, ne? Aber Bauschaum, Mineralwolle, alles nur reingestopft nach dem Motto, ja, was soll's, ne? Ne? Das ist so ähnlich wie, als wenn ein Auto hast, da geht ständig die Ölkontrollleuchte an und anstatt einfach mal scheiß Öl nachzugießen, klebst du die Kontrollleuchte mit dem Isolierband über, ne? So, das löst ja das Problem nicht, ne? Aber du siehst es dann halt nicht mehr, ne? Nur dadurch wird es halt nicht besser, ne? Und so ist das hier auch. Ja, können wir nichts mehr machen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da weitermachen. Und ja, das hat uns schon ein bisschen erschüttert. Deswegen haben wir dann am Ende des Tages hier einfach die Folie drüber erstmal abgehangen. Weil das da waren wir jetzt echt bedient, als wir das gesehen haben. Weil das wirft uns in allen Sachen zurück und auch die Pläne durcheinander. Und hast du nicht gesehen. Und das ist schon echt jetzt ein bisschen niederschmetternd. Naja, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben es jetzt abgehangen. Machen jetzt Feierabend hier sozusagen. Hat einfach keinen Zweck mehr für heute. Keinen Bock mehr. Wir müssen jetzt erst überlegen, wie wir weitermachen. Ja Leute, was soll ich sagen, da fällt mir tendenziell ein wichtiger Spruch zu ein, nämlich wäre da Abreißen und Neubauen nicht einfacher gewesen. Tja, was soll ich sagen Leute, das kommt jetzt wirklich unerwartet, dass das Rehm da oben auch noch im Eimer ist. Das ist auch ein relativ seltener Schaden. Also das ist immer so eine Sache, wenn der Zimmermeister denn irgendwas abmontiert oder aufmacht und dann nur noch sagt, ach du Kacke. Ja, das ist immer schlecht, da weiß man, oh weia, das wird teuer, das wird zeitaufwendig und so weiter. Und so ist es auch, wer sich so ein bisschen mit Fachwerk auskennt, der weiß, dass man so ein Rehm eben nicht so einfach tauschen kann. Ja, vor allen Dingen, wenn man in so einem Zustand ist wie hier, das geht eben nicht. Das ist schon wirklich kompliziert, wir müssten dafür jetzt die halbe Giebelwand auseinanderbauen, wir müssten das gesamte Dach da oben abstützen, um dieses Rehm da rauszukriegen und ein neues einzusetzen. Und ja, das ist halt nicht so einfach. Vor allen Dingen, da wir ja wissen von der Technik, wir werden ja so oder so das Dach runternehmen, nur eben noch nicht jetzt. Ja, der Bauantrag ist noch nicht durch, wir dürfen an Dach noch nicht anfangen und deswegen müssen wir damit noch warten. Und ja, faktisch ist das ein perfekter, oder ist das dann der Punkt, wenn das Dach runter ist, dann ist der perfekte Zeitpunkt, um eben dieses Rehm da oben rauszubasteln und zu sanieren, aber eben noch nicht jetzt. So, und das wirft uns jetzt ein bisschen, ja, sagen wir mal, die Pläne durcheinander, weil wir wollten ja eigentlich erst die Giebelwand komplett fertig machen und wieder hinstellen, dass wir die Stützen rausnehmen können. Und dann wollen wir ja erst an der Längsseite anfangen. So, und da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir das eventuell anders machen können, dass wir diese Seite jetzt hier so ein bisschen sichern und dann tendenziell trotzdem schon an der Längsseite anfangen. Dann muss ich eben los zu meinem Stützenhändler, also Baustützenhändler, und nochmal irgendwie 10 Baustützen besorgen. Vielleicht kriege ich ja mittlerweile auch schon Mengenrabatt bei dem Kollegen. Und ja, dann geht es hier halt an der langen Seite weiter, ne? Und eben weiter zur anderen Giebelwand, weil wie gesagt, das bietet sich eigentlich erst an, wenn das Dach runter ist und nicht jetzt schon. Naja, müssen wir mal schauen. Wir werden sehen, diese Woche setzen wir uns zusammen, tagen so ein bisschen, überlegen uns so ein bisschen die nächste Strategie, wie wir weitermachen. Naja, ist halt alles ein bisschen kacke. Das sind so die Überraschungen, die du hast, aber das ist wirklich eine richtige Überraschung, die eben auch wirklich ins Geld und auch in Zeit geht und so weiter. Naja, ist wirklich unangenehm. Ne? Aber müssen wir gucken. Hilft jetzt ja auch nichts. Jetzt sind wir so weit, jetzt müssen wir das da auch noch machen, was willst du machen. Es ist halt so, mitgehangen, mitgefangen sozusagen. So, an dieser Stelle will ich auch gar nicht länger rumheulen hier. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn noch was sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst mir auch ein Like da. Ich freue mich immer, dass wäre zumindest ein bisschen so liked ist, wenn ihr das Rehm austauschen wollt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.